Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir sind in Urfeuer, haben den Voidika-Tempel gefunden. Inklusive Unkraut und allem. Nur den Weg runter, der ist leider versperrt. Gut. Eigeist. Es ist wirklich schade zu sehen, was die Einheimischen mit Voidikas Gebetshaus angestellt haben. Oder Voidikas. Auf Wiedersehen. Ich sage irgendwie immer Voidika. So. Justizare. Okay, da diskutieren zwei Varianer. Es ist eine große Ehre für die Botschaft in Trutzburg zu arbeiten. All these circling feet heading nowhere. All diese kreisenden Füße unterwegs ins Nirgendwo. Ja, Dorenz. Dann sagen wir doch mal den Valianern Hallo. Wir können uns sogar hier bedienen. An einem Buch. Wir sind Agosti. Malianische Diplomaten. Noch mehr valianische Diplomaten. Ich glaube, bevor wir hier rumschnüffeln, sollten wir erstmal mit der Anmeldung hier reden. Well met, friend. Was kann dieser bescheidene Diener der Republiken für dich tun? Erzähl mir von den valianischen Republiken. Oder valianischen. Sie sind reich in allen Behagen, an Geld, Stil, an Kultur. Würdest du in den Republiken reisen, würdest du sie nicht wieder verlassen wollen. Warum sollte man auch? Die Leute dort sind wunderschön und charmant. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob man hier die Italiener oder die Spanier als Vorbild genommen hat für die Valianer. Muss eins davon sein, aber den Namen nach würde ich eher auf die Spanier tippen. Ich bin hier, weil die Songreta Ducala es wünscht, aber sobald mein Auftrag vorüber ist, springe ich auf das erste Schiff zurück und ich werde von hier bis Selona singen. Wenn sonst nichts weiter ist, muss ich mich meinen Aufgaben widmen. Was tust du hier? Als valianischer Botschafter muss ich dafür sorgen, dass der Handel mit dem Dirnwald stark und rentabel bleibt. Na dann leb wohl. Die Truhe könnten wir knacken, will ich allerdings nicht. Ich bestehle nicht die Botschaft. Also klauen tun wir definitiv nicht. Auf dem Tisch sind die Entwürfe eines in Vorbereitung befindlichen Handelsabkommens zwischen einem Handelsunternehmen aus den Republiken und einem Wirwolle-Kollektiv aus dem Dirnwald verstreut. Was auch immer ein Wirwolle-Kollektiv ist. Die Fahne der Republiken. Die Flagge zeigt das Symbol der Valianischen Republiken. Ein Schiff, das unter fünf strahlenden Sternen segelt. Ich ignoriere irgendwie immer das erste I, deswegen sind das für mich die Valianischen Republiken. Außerdem ist es irgendwie leichter auszusprechen. Diese Buchung belegt die aktuellen Preise für eine Reihe von Gütern. Außerdem verfolgen sie den jeweiligen Wechselkurs für die Valianischen Luske. Lusce wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich wie ein weiches S ausgesprochen, das SC in dem Fall. Okay, in der Botschaft haben wir nicht viel zu tun. Jetzt haben wir noch... Ja, Erbhügel wollen wir erstmal nicht. Wir können uns aber auf den Straßen weiter umsehen erstmal.
Edelmann, Edelmann. Edelfrau. Wieder ein gelber Typ. Edelmänner und Edelfrauen. Justizier. Wird nicht lange dauern, bis wir eine offizielle Ritterschaft sind. Wir sind für die Sicherheit jeder Person in der Stadt verantwortlich. Ja, das ist wohl der Nebeneingang in den Palast des Dusch. Oder Dux. Dus. Ich sag einfach Duck weiter. Klingt nämlich ein bisschen wie Duke. Also Herzog. Nur mit offizieller Einladung ist die Teilnahme an der Anhörung der Beseelung erlaubt. So, hier drin können wir höchstens klauen. Das will ich allerdings nicht. Da kommen wir nicht rein. Und wir kommen in der herzoglichen Herrenhalle. Okay, hier werden wir begrüßt werden. Die junge Frau trägt eine einfache, doch gut geschnittene Uniform. Sie beobachtet das Kommen und Gehen um sie herum mit stiller Aufmerksamkeit. Gibt es Neuigkeiten oder bist du hier, um die herzogliche Herrenhalle zu sehen? Was ist die herzogliche Herrenhalle? Also ja, Duke ist ja, glaube ich, eigentlich ein Herzog. Ja. Naja, der Duke of Wellington ist der Herzog von Wellington gewesen, ja. Was ist die herzogliche Herrenhalle? Es ist der Regierungssitz hier in Trutzbucht. Hier erklärte Duke Admet vor etwa 150 Jahren die Freiheit von, den edirischen Herrschaft. Sie senkt ihre Stimme und grinst. Es ist auch eine Brutstätte regionaler Politik. Vertrau mir, der Klatsche schlägt alles, was du in Schenken und Freudenhäusern in der Stadt zu hören bekommst. Ah, die Politik des Dürrwalds. Sie ändert sich so schnell, dass man kaum mitkommt. Es ist besser, sich in den Tavernen umzuhören, als zu versuchen, unauffällig in den Gängen des Palastes herumzulungern. Suchst du nach Neuigkeiten? Wer bist du? Ich bin ein Page hier in der Herrenhalle. Ich richte Nachrichten aus und mache Besorgungen für den Duck und dessen Berater. Die Bezahlung ist nicht besonders gut, doch ich kann mir keine bessere Einführung in die Politik vorstellen. Was passiert hier? Sie lacht. Wo soll ich anfangen? Wir haben Treffen, öffentliche Anhörungen und Zeremonien und das sind nur die Dinge, die öffentlich passieren. Sie nimmt sich etwas vor. Hier arbeiten der Duke und seine höchsten Berater. Daher gibt es immer jemanden, der eine Gefälligkeit eintauschen möchte. Leider ist es mir nicht möglich, über diese Dinge zu reden. Wenn du die offizielle Version möchtest, sie räuspert sich und gestikuliert im Gegenuhrzeigersinn durch die Herrenhalle. Also im Gegenuhrzeigersinn fängt sie hier an. Wir haben den Schrein, der Magran gewidmet ist. Ist hier. Offizielle Räumlichkeiten für öffentliche Anhörungen und Ratsversammlungen. Erzähl mir vom Magrans Schrein. Ein Symbol dafür, wie Magran Trutzbucht beschützt. Seit der Unabhängigkeit steht sie für den revolutionären Geist des Dürrwaldes und ihre Beteiligung am Bau der Götterhammerbombe hat ihre Bedeutung für uns nur unterstrichen. Sie kratzt sich am Hals. Dort brennen auch die ersten der heiligen Feuer, aber Frigga, die ruhige Begeisterte, hat Mühe, sie am Brennen zu halten. Was für Unterlagen werden hier gelagert? Hauptsächlich langweilige offizielle Akten, Volkszählungen, Steuerunterlagen, Milizregister. Ich versuche, mich davon fernzuhalten. Als ich einmal neugierig war, wurde ich sofort dazu verpflichtet, die Hälfte der Akten neu zu sortieren. Sie geht. Der schlimmste Tag meines Lebens. Findet im Moment eine Anhörung statt? Oh ja, der Duc Evar trifft sich seit Wochen mit einigen der wichtigsten Anführer der Stadt. Sie überlegen, wie sie mit dem Vermächtnis umgehen sollen. Aber die ganze Angelegenheit ist ein großes Geheimnis. Ich wollte mich in der Mittagspause einmal in die Galerie setzen, wurde aber sofort fortgeschickt. Sie zieht die Nase hoch. Aber es dreht sich viel um die Beseelung. Es hat also einen Grund, warum sie sich hinter geschlossenen Türen treffen. Das Vermächtnis? Weidwins Vermächtnis, so nennen viele Leute den Ausbruch von Hohlgeburten. Die Theorie lautet, dass es sich um die Strafe für das Einmischen in die Beseelung handelt. Warum ist die Beseelung so umstritten? Sie lacht, wo soll ich anfangen? Traditionalisten glauben, dass sie seien Verbrechen an den Göttern. Natürlich ist es riskant, in Seen herumzustochern, aber die fortschrittlicheren Elemente glauben,
Das sei unsere einzige Chance, wieder für gesunde Geburten zu sorgen. Ja, wenn die Leute nur wüssten, das Thema Götter und das Thema der Hohlgeburten. Und es hilft nicht, dass die Beseelungsforschung oft alte invektanische Relikte verwendet, die illegal aus Ruinen in Erglanfad geplündert wurden. Sie zuckt plötzlich mit ihren Zeige- und Mittelfingern. Was sind Hohlgeburten? Sie hebt deine Augenbraue. Du kommst wirklich frisch aus der Karawane. Hohlgeburten sind Kinder, die ohne Seele geboren werden. Die meisten leben nicht sehr lange. Die übrigen haben meist eine Art Behandlung von den Beseelern erhalten. Was hältst du von Beseelung? Ich glaube, die wahre Gefahr der Beseelung ist es, einen echten Gelehrten mit einem teuren Hochstapler zu verwechseln. Wir kriegen hier jeden Tag einen neuen Fall, irgendein armes Paar im Geschenk oder im Kupferweg, das sein letztes Kupferstück für eine Wunderheilung für sein ungeborenes Kind ausgegeben hat. Es funktioniert nie. Sie schüttelt den Kopf, es bricht einem das Herz, aber meistens können wir nichts für sie tun. Ich verstehe. Wie auch immer, das Vermächtnis ist das Thema, über das Politiker neuerdings ständig tuscheln. Seit 15 Jahren ungefähr? Ich möchte dich etwas anderes fragen. Natürlich, ich bin immer auf dem Laufenden. Erzähl mir etwas über den amtierenden Duke. Das wäre Eva Wolfsgrinsen. Lasst euch vom Titel aber nicht täuschen. Unsere Dukes werden seit der Unabhängigkeit gewählt. Manche finden Duke Eva eher grob. Er ist ein Adliger aus dem Grenzland. Ich persönlich finde, dass ein wilder Typ genau das ist, was Tutsbucht braucht. Ja, auf Wiedersehen. Gut, da wäre der Magran-Schrein. Strahlendste Magran, verwandle uns mit deiner Flamme. Eine Streitfigur einer Kriegsherrin blickt auf ihre erhobene Hand. Sie ist leer, durch die Handfläche und die Finger sind geschwärzt. Ja. Welcome. Der Kopf der Frau ist geneigt, ihre Lippen bewegen sich, sie betet. Als du dich hier näherst, sieht sie, wie sie kurz auf die Statue neben sich blickt. Sie bemerkt dich und zwingt sich zu einem Lächeln. Gepriesen sei Magran und willkommen in ihrem Tempel. Wie kann ich dienen? Tempel? Ich dachte, das hier sei eine Herrenhalle. Es ist tatsächlich beides. Es ist die Herrenhalle von Duke Eva, von der aus Duke Eva regiert, aber auch ein Platz der Ehre und Verehrung von Magran, der Göttin, die uns zur Unabhängigkeit führte und stets über unsere Stadt wachte. Ihr Lächeln stockt. Du scheinst aufgebracht zu sein. Was ist passiert? Sie lässt die Schultern sinken. Es geht um die Feuer, nicht wahr? Sie legt dir eine Hand auf die Schultern. Sie sind nur Symbole. Du kannst deinen Glauben nicht in sie setzen. Die Feuer? Mach mal langsam und sag mir, was das hier soll. Nur Symbole? Bist du deswegen so aufgebracht? Die Feuer? Sie seufzt, die heiligen Scheiterhaufen in der ganzen Stadt. Du musst die Statuen der Göttin in der Stadt gesehen haben. Du weißt schon, die, die leere Kohlebecken hochhalten. Ich hatte sie seit 15 Jahren durchgehend am Brennen. Ich konnte sie aber seit Monaten nicht mehr beschwören. Und heutzutage müssen die Menschen öfter sehen als je zuvor. Was soll das heißen? Dann entzünde sie wieder. Ich habe hier viele Flammen gesehen. Was soll das heißen? Es sind meine Hingaben und meine Gebete, die sie brennen lassen. Doch in letzter Zeit, wenn ich versuche zu beten, kann ich nur an all die Hohlgeburten in der ganzen Stadt denken. An die trauernden Familien, an die Flüchtlinge. Sie schütteln den Kopf. Wie konnte Magra zulassen, dass wir derart leiden? Welche Stärke erlangen wir von einem seelenlosen Kind? Du willst Kunst abwerten. Welche Stärke erlangen wir aus der Not, aus Prüfungen und Proben? Die Feuer erlöschen nicht, weil ihr an Glaube mangelt, sondern weil sie nicht weiß, wie meine Hure treu sein soll. Ja, toll, Durenz. Und nochmal, eine Hure will weder Lob noch Hingabe. Eine Hure will für ihre Dienste bezahlt werden. Und Magran will mit Schweiß und Kampf und Schmerz bezahlt. Magran wird mit Schweiß und Kampf und Schmerz bezahlt. Diese heulende Närrin ist Magrans weibliche Hitze nicht wirklich. Und dadurch wurde dein Glaube erschüttert, Achselzucken. Fass dir ein Herz und gib deinen Glauben nicht so schnell auf. Sie nickt hoffnungsvoll und schlägt die Hände zusammen. Du hast recht, und zum Glück denke ich, dass Magran wieder zu mir gesprochen hat. Sie wirft dir einen kurzen Blick zu. Ich hatte jüngst Visionen, ein Ort in der Wildnis mit Becken, die mit farbigem Sonnenschein gefüllt sind. Seltsame Fälle, die in den Himmel zu fließen scheinen, auch wenn sie in die Erde plätschern. Sie hebt die Hände, als würde sie ein Bild ihrer Vision einrahmen. Und hinter den Fällen liegt eine Höhle, gefüllt mit Feuer und Hitze und Gefahr und irgendeinem Zeichen meiner Göttin.
Ich weiß, dass das dort etwas ist, doch wo es ist oder wie ich dorthin komme, sie schüttelt den Kopf. Ich wollte mich in der Expeditionshalle umhören, um zu sehen, ob jemand etwas mit der Beschreibung anfangen könnte. Doch um zu ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich tun würde, selbst wenn ich den Ort gefunden hätte.